This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht zu windig ist. Ich sitze hier gerade draußen und hoffe, dass das hier mit meiner Fellkatze auf dem Mikro, dass das gut hinkommt für euch. Ja, ich wollte heute euch, weil das schon mal nachgefragt wurde und ich irgendwie nie dazu gekommen bin, mein Video darüber zu machen, wollte ich euch gerne mal ein bisschen was aus meinen Messertaschen zeigen, Messersammlung. Ist nicht alles, hab ganze Masse Gerödel rumliegen. Manchmal erschrecke ich mich selber, ach, guck in die Tasche, das hast du ja auch noch. Das ist recht witzig. Über die Zeit hat sich so bei mir herauskristallisiert, dass ich doch wohl, wenn ich das hier so aufklappe, ein kleiner Spyderco-Fan bin. Ich habe sehr viele Messer und ich verwahre die in so Taschen und ich versuche mal hier jetzt, heute gehen wir mal eine Tasche durch, was ich hier so habe. In erster Linie. Naja, da sind natürlich auch solche Sachen mal bei, die du mal irgendwo aufgegriffen hast, so eine Hippe. Die liegt jetzt einfach mit dabei, weil ich keinen Platz dafür hatte. Aber in erster Linie wollte ich euch eben Sachen zeigen, wo ich sagen kann, ja, das ist so mein Gerümpel. Ich leg einfach mal los. Ich mag gern Spyderco's. Erstmal, also ich habe die eigentlich immer nur zum Benutzen mir gekauft, weil ich die einfach so herrlich handlich finde. So ein Spyderco ist einfach so tschack, tschack. Auch für mich als Linkshänder gehen die meist sehr gut. Die sind ja oft für Rechtshänder gemacht. Ne? Und ja. Da habe ich einige, wie hier eben dieses Mannix. Das Mannix ist meines Erachtens eines der besten Taschenmesser, die es auf dem Markt gibt. Dadurch hat man, ja, das ist so mein Teil, was ich sehr viel benutze. Da haben wir so ein Techno von Spyderco, sowas haben wir auch. Ne? Also, ich habe hier, was ist das? Ein Paramilitary 3, das finde ich auch rattengeil. Das ist schön handlich klein, eine Nummer kleiner wie das Para 2 und dadurch oftmals viel passender. Also hat sich sehr, sehr gut herausgestellt als absoluten Top-User. Hier habe ich ein schwarzes Mannix 2XL. Das habe ich auch als Mannix, das liegt bei mir, ist im Dauereinsatz, das habe ich ganz oft dabei. Das ist das mit einer blanken Klinge, daher ist dieses hier noch so nagelneu. Ist das gleiche wie mit diesem. Die Schwarten werden immer so schön kratzig und die habe ich beide noch nicht mal benutzt. Also die sind wirklich nagelneu und die liegen noch schon seit einiger Zeit hier in dieser Tasche drin rum. Und dann haben wir hier dieses olle mit dem Kugellagern, dieses etwas defekte Red Sauzard, eigentlich ein rattengeiles Messer, bloß dieser Kugellagerkram, das wackelt wie ein Lämmerschwanz. Also es ist, da müssten neue Lager rein oder irgendwie muss, hatte mich da mit der Firma Oecker, die haben sich da nicht mit Ruhm beschmiert, als ich das reklamiert hatte. Hier so ein, das ist so richtig ein fieses Teil, ne? Ich komme gerade gar nicht auf den Namen. Wie heißt es denn noch? Oh Mann! Einmal vergesse ich auch die Namen von den Dingern. Jedenfalls, das finde ich auch rattengeil, das Ding. Was haben wir denn hier noch? Das Gale Bradley. Das Gale Bradley 1. Und das ist das 1er. Das erste Bradley. Und das ist der zweite Bradley Folder. Finde ich auch sehr, sehr gelungene Taschenmesser. Also kann ich euch noch mal ans Herz legen. Da habt ihr wirklich einen geilen Folder, diesen Bradley Folder mit einem coolen Stahl, diesen CPM M4 ist das, ne? Ja, ne, ist echt cool. Rostet aber ein bisschen,
Muss da immer mal ein bisschen drauf achten, dass da Julio drankommt. Iglesias, Ölias. Chaparral. Kleines Chaparral, Kohlefaser. Finde ich auch ein sehr gelungener kleiner Zachel. Super leicht, super handlich. Schönes Teil. Was haben wir hier? Auch leichte. Ah, man muss die öfter mal pflegen. Ne? Was haben wir hier für einen Stahl? CTS XHP ist ein pulvermetallurgischer. Und hier ist so ein leichter Flugrost schon dran. Siehst du, hab dich mal nicht mal großartig benutzt, muss ich mal bei den Flugrost abmachen. Das alte Diet, das ist ein Rattengeiles, das konnte ich irgendwann im Technical Forum hat das jemand verkauft. Und das ist schon cool, das Diet, selten zu kriegen. Und beide Klingen verriegeln ist eigentlich so eine, was wie soll man es sagen, so eine Art Jagdmesser. Was ist das? Weiß ich auch nicht. In welche Richtung das sollte zwei klingen. Als Keating. Chinook. Das Chinook 1. Das fand ich sehr, sehr geil damals mit Backlog. Ein richtig geiler Wurf, dieses Messer, fand ich obercool. Also auch wirklich ein schönes Teil. Lange Zeit eins meiner Lieblingsarbeitsmesser, was ich viel, viel benutzt habe, ist dieses hier. Das ist das Lightweight, Mannix Lightweight mit diesem ganz normalen Carpenter BD1 Stahl, also es ist nichts Dickes, aber das ultra geil ist, das ist absolut meine Empfehlung, wenn du ein leichtes, ultra leichtes Wandertaschenmesser haben willst. Das Ding wiegt gar nichts, ist aber brutal stabil, schneidet wie Atze, hast einen vernünftigen Zachel in der Tasche, ist wirklich mit, also das kriegt man so leicht nicht kaputt, obwohl es so leicht ist, also das ist echt geil. Dann haben wir hier als nächstes ein Kali 3 oder 3,5, Kali 3,5 mit ZDB 185, diesem schweineharten Sonstverstahl. Muss man auch, wie ich gerade sehe, öfter mal pflegen, ein bisschen Öl ran, da ist auch so ein leichter Anlauf drauf. Auch ein sehr schönes Messer, das Kali 3 ist einfach ein optimaler Everyday Carry Kasten, den man dabei hat. Hier ein Mannix 2 mit Backlock, eins aus der ersteren Serie mit CPM S30V, auch ein sehr schönes Messer. Was haben wir denn noch? Ein Domino, auch mit Kugellager. Das Domino finde ich sehr, sehr schön. Einzige, was mich daran stört, sind die Kugellager. Hier haben wir auch wieder einen sehr edlen Stahl, CTS XHP, ist wieder sehr, sehr so ein PM-Stahl. Auch ein super geiles Teil, das Sage Titan. Die Sage-Reihe, davon gab es ja für jeder Lock-Serie, die es so gab, gab es einen vom Backlock, Compression Lock, Liner Lock, hier der Reef Lock und immer so als Hommage an berühmte Lock Hersteller und dieses ist eben an Chris Reeve gerichtet. Also das Sage ist auch ein sehr tolles Messer. Wobei sich eben die ganzen Spyderco sehr ähneln. Hier haben wir ein Stretch mit ZDP 185, das ich auch schon reichlich benutzt habe. Das Stretch ist ein richtig geiles Jagdmesser auch. Kann man wunderbar mit schön fummeln, wild auseinanderbauen. Ganz toll. Hier haben wir noch mal ein Mannix Lightweight mit einer blauen Klinge, ne? Auch ein cooles Teil. Was haben wir denn noch hier? Wie heißt das nicht? K1. Hier habe ich den Namen vergessen. Aber auch ein sehr schönes Teil, finde ich sehr gut. Funktioniert sehr gut. Also hat ein geil. Auch wieder in Richtung Chris Reeve Messer. Hier ein ganz altes Spyderco aus einer Zeit, wo
Da sieht man auch noch richtig, leider fehlt hier der, noch der Clip, ist auf der anderen Seite, aber es ist, das ist das Temperance. Und dieses alte Temperance hatte, war das erste Messer, glaube ich, was die gebaut haben mit dem Compression Lock. Und das hier ist schon echt selten. Findet man so gut wie nicht, kriegt man so gut wie nicht. Richtig geil. Da freue ich mich immer drüber, wenn ich es angucke, weil es auch noch so ein bisschen... Man sieht an solchen Messern auch die Entwicklung, wie sich Spyderco in eine Richtung entwickelt hat. Wenn man jetzt so den neuesten, das neueste Gerümpel eben sich so anguckt, wie, was das, wie sich das... Ne? Das ist alles noch so zum Teil ein bisschen einfacher gehalten, auch ein bisschen experimenteller. Dieses ist dann schon so baukastenmäßig. Ne? Jo, das ist das Temperance. Ein seltenes Teil. Wenn ihr eins kriegen könnt, greift zu. Die werden nicht billiger, die Dinger. Ja, das war mal jetzt hier ein Part. Absolute Empfehlung, was ich euch noch geben möchte. Da werde ich vielleicht auch noch mal ein Review drüber machen, weil es einfach, es ist noch nicht ganz so, so alt auf dem Markt. Aber ich sage ja immer, dass das als EDC-Messer, das Para, ist eigentlich eins der geilsten EDCs. Aber es gibt eben noch was ganz Neues von Spyderco. Das habe ich gerade ziemlich frisch. Das ist das Spyderco Shaman, Schaman geschrieben. Und das ist ein Hammer, weil ihr da die volle Klingenbreite habt, wenn ihr das so ein bisschen mehr in die Richtung, na, wie heißt das hier, von diesem gehen wollt. Habt ihr das ungefähr die Größe, aber mit einem Compression Lock. Und der Hammer ist, diese Griffschalen sind sehr schön vom Mannix, jetzt habe ich es, wenn ihr da Mannix gerne mögt und ihr habt dann nochmal das Licht um Längen besser in der Hand, dieses Shaman. Und das ist für mich absolut der Kracher im Moment, das hat so alle meine Messer im EDC-Bereich abgelöst, Shaman Spyderco. Sehr cool. Hier haben wir das alte Mannix so nochmal. Ne? Ja, jetzt sind wir hier schon durch, ich habe hier vielerlei Klingen, ich habe diese Tasche. Da können wir noch mal weitermachen. Und hier ist noch ein alten Kali 1, ein Kali 3. Dann habe ich hier noch eine ganz rare Geschichte. Da lecken sich die meisten immer die Hände nach. Also absolute Wertsteigerung, wenn man das irgendwo kriegen kann. Werden im Moment so bei immer 250, 300 Euro kriegst du immer für so ein altes Terzola Starmate. Ne? Mit S60V-Klinge, also das ist richtig was Tolles. Terzola Starmate S60V, wenn ihr irgendwo eins kriegen könnt, finden, liegen ja auch bei manchen Leuten einfach so rum und die wissen das gar nicht, einfach abgreifen. Ja, hier haben wir dieses Advocat, ein wunderschönes, wunderschönes Messer, aber leider mit diesem ollen Kugellagern drin, denn sonst ist das echt so schön gemacht. Das ist auch hier von Bradley, Gail Bradley. Also das Bradley Design hat was. Das Messer ist auch irgendwie schön flach, handlich. Ah, mit diesem Orange Peel Titan. Sehr geil. Aber aus meiner Sicht, ich bin da jetzt echt kein Freund mehr von. Ich hatte ja auch ein Video drüber gemacht, über diesen labilen Kugellager-Scheiß. Also das funktioniert nicht lange gut. Fand ich übrigens witzig, die Argumentationsketten, wie sich Leute das dann schönreden, dass ihre Messer nicht zum Arbeiten und Schneiden taugen. So eins hier mit dem Compression Lock, da könnt ihr drin rumackern mit Wühlen, jahrelang mit Arbeiten. Ihr könnt, oder wenn ihr jetzt irgendwelche anderen, das, die sind bei mir, dieses hier habe ich wirklich lange, lange Zeit, jeden Tag auf der Arbeit. Das ist es immer noch wie neu. Da ist nichts dran, da wackelt nichts, gar nichts. Absolut fester Lock und das geht auch flutsch leicht auf und wenn ich hier dran ziehe, klappt das auch so zu. Also der Klingengang ist super gut. Also ich weiß nicht, was das soll, diese Kugellager-Geschichte. Die Leute sind sehr emotional dabei, sie sind nicht rational dabei bei der ganzen Kugellager-Messer-Geschichte. Ich habe letztens noch
bei Facebook war einer, da zeigte er irgend so ein, ich weiß gar nicht, das war so ein dänischer Hersteller, so ein Custom Knife Maker, Northman hieß das Teil, mit einer Klinge. Also die kannst du allenfalls, was kann man damit machen? Die Klingenform war eher so wie ein Hobelmesser. Damit hätte ich diese Klinge als Hobelmesser zum Ziehen benutzt. Nun war diese Hobelmesserklinge aber an so einem kleinen Taschenmesser dran. Das Messer war mit einer Spitze versehen, die im Bereich Tanto war, aber selbst für ein Tanto war das schon zu schlecht, um damit zuzustechen oder das als Werkzeug zu nutzen. Also es war schon ganz komisch. Diese Menschen geben da locker 1700 Euro aus, reden sich die Bude echt hübsch. Es ist natürlich, sind auch Sammler. Also meine Sammeltätigkeit hat sich eigentlich nur darin, ich habe ja ganz zu Anfang habe ich einfach nur irre teure Messer auch gesammelt. Ich hatte ganz viel von Francesco Paci, der ist vielleicht bekannt, ein italienischer Messermacher, der sehr die Messerszene beeinflusst hat und heute noch in sehr vielen Messermagazinen als Fotograf arbeitet. Francesco hat eine Metallstauballergie bekommen, konnte dadurch keine Messer mehr bauen und hat sich dann seiner Leidenschaft hingegeben, nämlich Fotografieren, seiner zweiten Leidenschaft, und arbeitet als Illustrator, Messerfotograf und ist da bei vielen, vielen Zeitschriften auch für tätig. Unter anderem teilt er noch eine Leidenschaft mit mir im Bogenschießen, Bogenjagen. Ich war auch bei Francesco früher mal in Sassello in Italien zu Besuch, bei ihm zu Hause, und habe mir dann da auch ein Messer gekauft. Damals war das auch so, da habe ich dann, die Messer waren schon, aber ich habe die trotzdem auch benutzt zum Teil. Witzig ist jetzt dieses Gefummel, da sitzen die Leute bei Facebook und dann haben die Handschuhe an, damit die Kisten, diese Messer ja nicht irgendwie was drankommt oder so weiter und so weiter. Mein Messerwahn hat sich eigentlich eher in die Richtung geändert, dass ich wirklich Messer nutze. Ich habe damals dann viele Messer verkauft von diesen extrem teuren Sammlergelumpe, weil es mir eigentlich nichts mehr brachte. Da hatte mein damaliger Kumpel Andrew Jordan, der war hier und hat sich dann einfach aus dem Regal eins von meinen ganz teuren rausgenommen und hat dann irgendwann nach einem Jahr, hat er mich dann gefragt, sag mal, vermisst du eigentlich gar nichts? Und ich habe das wirklich nicht vermisst, dass in diesem Regal da so ein Messer für irres Geld, was 2000 Euro gefehlt hat. Das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben und dadurch bin ich dann auch weggekommen von dieser ganzen Geschichte mit dem Sammeln. Und ich habe jetzt noch einiges von Dietmar Kressler, der wohnt hier gleich schräg gegenüber, wenn ihr hier rüberfahrt, 500 Meter, da wohnt Dietmar. Ich habe auch einige Dietmar Kressler Messer noch. Das sind aber auch viele Sachen bei, die ich von ihm geschenkt bekommen habe. Ich habe noch ein paar Jordan-Messer, aber ansonsten bin ich da doch hart geheilt von diesem, es liegt aber auch daran, weil ich ein Messermacher bin inzwischen und dass ich mir sehr vieles selber baue, aber selbst da bin ich also geheilt von diesem Hingelege dieser teuren Sachen, weil das bringt mir nichts. Ich nutze lieber Messer und bei der Jagd bereiten mir Messer einfach viel Freude. Und in Verbindung mit YouTube beißt sich das sowieso mit der Sammelei, weil man immer wieder Neues vorstellen muss und zeigen will. Und dadurch bist du dann auf Jagd. Und ich habe nie ein einziges Messer immer mit, sondern ich habe immer verschiedene Messer, teste aus. Und dadurch hat sich das kommt bei mir komplett verlagert. Aber ein bisschen habe ich, also nicht so richtig Verständnis habe ich nicht für diese Kugellagermesser, Safe Queen und mit Handschuhen und sowas, weil für mich ist das immerhin nur ein Messer. Ne? Wie das hier auch alles nur Messer sind. Das ist der Wert. Ich hänge nicht an diesem Star-Mate. Also wenn man jetzt mir sagt, hier, ich will das unbedingt haben, dann kann man das sicher über den Preis sich einig werden. Aber es ist nicht so, ich muss das behalten, das ist mein Ein und Alles. Und ja, Ausflug wieder, den ich gemacht habe. Aber ich habe eben hier viele Messer, die ich so auch benutze. Und ich habe auch so ein Böker, das ist ein Scout oder wie das Ding heißt, mit N96 und Büffelhorn. Sowas mag ich auch gern.
Eine zweite Leidenschaft sind so klassische Messer, klassische Taschenmesser. Also ich bin so Spyderco, technische Messer. Dann mag ich gern klassische Messer, so wie Jagdtaschenmesser und sowas, ne? Also wie hier von Böker, das 421, ist auch ein ziemlich cooles Jagdmesser, da habt ihr alles da drin, alles dabei, was man braucht. Hier ein Puma, ich glaube ein 949 oder wie das Ding heißt, ein altes Puma ist das. Von einem Jäger habe ich das, der hat das, das hier ist schon Asbach uralt, ich glaube von weit vor 1970, 1960. Wunderschönes Messer, was freue ich mich auch. Hier dann auch wieder so ein Jagdtaschenmesser von Böker, hier mit dem CPM Crewware Klinge. So ein bisschen oldschool mit Techno. Hier ein altes Puma Custom aus der Erstserie, als das Custom noch die Backen aus einem Stück waren. Das hieße, danach wurden die Customs alle, die Backen auf die Platine aufgenietet. Und hier war das noch als Integral. Also dieses hier hat auch schon einen recht beträchtlichen Wert. Das hier ist auch nicht benutzt. Also ich habe damit ein, zwei Mal geschnitten, aber die meiste Zeit lebt das hier in der Tasche. Ich hatte damals, weil ich das so toll fand, hier mal so eine kleine Lederscheide dafür gemacht. Und nun ist das hier auch in der Tasche drin. Hier ist noch so ein Böker, ne? Mit Elfenbein Mikata. Hier ist noch ein altes, auch von der Puma Custom Serie. Da gab es mal mit einer Säge dran, auch so als Jagdtaschenmesser. Schon klobig war das immer. Ich glaube, darum war das auch nie so ein Erfolg. Auf der anderen Seite habe ich dann auch sowas hier mit so touchiertem Silber, mit so einem Herrenfedermesser von früher, sowas, wenn man das mal irgendwo kriegen kann. Das habe ich mal vom Kumpel gekriegt, so mit vielen Klingen dran. Das waren ja richtige Federmesser, um die Schreibfedern oder was man so hatte, Maniküre und zurecht zu machen. Also auch eigentlich geilste Solinger Handarbeit, sowas, da kann ich mich doch auch dran erfreuen. Sowas, das habe ich glaube ich schon mal Queen Cutlery, so ein, die mag ich auch gerne. Das hat was, so ein in Nesmuk Style, so ein Taschenmesser, geil. Stabile, stramme Feder, richtig was Gutes. Was haben wir hier noch? Ah ja, hier habe ich noch ein... Was ist das denn noch? Ich will mir mal die Namen merken. Das ist ein Pitbull. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Klingen dran. So, die sind auch gar nicht so... sind seltener. Also man musste auch schon richtig Geld für hinlegen, für so einen Krempel. Und ja, sowas mag ich. So, was haben wir hier noch? Ja, hier sind wir wieder bei unserem Schlieper. Muss ich auch mal wieder ein bisschen auf. Das benutze ich auch so. Solche Messer benutze ich immer zwischendurch. Sind keine. Kann man ja auch immer wieder schnell aufpolieren und hübsch machen. Hier das gleiche Messer mit altem Elfenbein Mikata. Das wird vergilbt dann so immer. So ein bisschen. Hier so ein ganzer Klassiker, ein ganz altes Ottermesser, das habe ich auch mal vom Kumpel bekommen. Mein Sohn hat das mal von meinem Kumpel bekommen. Das ist auch noch schon ein bisschen krumm und so weiter. Das ist die Geschichte, Messergeschichte eines älteren Herrn, der damit sein Leben lang alles gemacht hat. Das werde ich auch einen Teufel tun, das irgendwie aufzupolieren. Das soll so bleiben, wie es ist. Das ist so richtig, das ist ein Messerleben. Das hatte der immer in der Tasche von meinem Kumpel. Der Schwager von meinem Kumpel Sven, der Vater hatte das immer und das hat er mir dann mal abgegeben. Was haben wir hier denn noch?
Ja, das sind immer diese alten, das ist alles so sehr ähnlich. Das habe ich irgendwann mal ein Geschenk gekriegt von Linda. Das finde ich auch cool, sowas. Und dann hier solche alte Solinger Sachen, wo man dann einfach sagt, so, das war der Vorläufer vom Schweizer Offiziersmesser oder simultan. Ne, hier habt ihr dann auch so diese alten Solinger, auch dieses hier ganz oft benutzt. Klinge ist schon abgenutzt. Eine rostfreie Klinge, zweite Klinge dran. Korkenzieher. Ne, und dann hier Dosenöffner und was haben wir noch? Flaschenöffner, Schraubendreher. Das waren auch endsolide, geile Taschenmesser hier mit so einer, was ist das? Bakelit, Phenol. Sowas finde ich rattengeil. Hier habe ich noch ein Otter. Drei-Nieten-Messer. Oder hier. Altes Löwenmesser. Das habe ich auch schon. Ah, wie lange habe ich das schon? Das habe ich bestimmt 20 Jahre. Das Löwenmesser. Rattengeil. Ja, hier noch ein Puma. Auch so ein aus einem alten mit Papiermikata. Fand ich damals wunderhübsch. Ist es auch noch. Auch selten. Alte Qualität, alles richtig stramm sitzen die. Das ist richtig cool gemacht. Was haben wir denn noch? Hier noch wieder. Ach, ein Winchester. Das habe ich damals von Sven Kinast bekommen. Der war hier bei uns auf dem Treffen und dann haben wir da ein bisschen gekungelt und dann sagt er hier, das ist doch was. Also auch wieder ein klassischer auf beiden Seiten, Sears Nessmuk die getragen hatte. Der Hintergrund dieses Messers ist, wenn hier euch die eine Seite kaputt geht, könnt ihr immer noch die andere Seite weiter benutzen. Das Messer ist immer noch, funktioniert immer noch. Also das ist so ein echtes Messer mit Redundanz. Dadurch könnt ihr, wenn das auf zwei Seiten gelagert ist und nicht nur auf einer Seite, ist es stabiler. Und wenn ihr draußen wart und seid, dann habt ihr hier noch, wenn mal eine abbrechen sollte durch irgendeine Fehlbedienung oder was, habt ihr immer noch trotzdem noch eine Klinge drin. Das war auch der Hintergrund, warum Nessmuk genau diesen Style von Messer als sein Arbeitstaschenmesser hatte. Der hatte ja ein Taschenmesser, so eins. Einmal dieses Nessmuk-Messer mit der Caper-Klinge, um Wild zu verarbeiten. Ja, Max. Und dann hatte er sein kleines Beil dabei. Also das war schon cool gemacht und diese Dinger gehen da voll in die Richtung. Hier habe ich noch was Schönes, so ein Whittler, auch wieder von Schlieper. Auch rattengeil. Kleine Klinge noch, zwei kleine Klingen dran. Ne? Also Whittler eben Schnitzmesserchen, kleine Schnitzmesserchen. Wunderschön. Ja, hier, das habe ich auch mal von einem lieben Forenfreund bekommen. Ein Hubertus, auch ja, ganz geil gemacht. Guck mal, diese dicke Qualität. Wunderschön. Ach, die sind schon geil, solche Sachen. Ne? Hier Aale, Korkenzieher und hier eben standardmäßig Flaschenöffner, Dosenöffner. Geiles Messer. Haben wir denn hier noch alles? Ja. Hier habe ich noch so was Schickes. Auch ganz stabil, auch so aus einer alten Solinger Produktion. Diese ganzen alten Solinger Hersteller, leider gibt es die nicht mehr. Leider ist dieses ein aussterbender Beruf. Es gibt nur noch ganz paar kleine Betriebe wie eben Schlieper. Olbots ist das. Sollte man echt zwingend unterstützen. Also jeder, der noch keins hat, kauft euch mal von Olbots irgendein Schliepermesser oder sowas. Da unterstützt ihr eine ganz alte Zunft, dass das nicht ganz verloren geht. Hier haben wir noch einen Hubertus, jetzt muss mal wieder ein bisschen Öl dran. Der Springer von Hubertus. Kennt ihr den? Ah, muss Öl ran. Ja, muss Öl ran. Hier auch, das hier, guck mal.
Das sind diese ganz mini, ist das Ding. Das ist so fein gearbeitet. Muss ich auch mal wieder ein bisschen polieren. Ein bisschen. Das ist sowas in ganz mini mit. Eins, zwei und hier ist noch eine Klinge. Drei Klingen, das ist so niedlich. Das ist der Hammer. Und die Qualität, also sowas wurde der damals für ein paar Taler 30 verkauft und ist jetzt immer noch, wenn ihr mal guckt auf Flohmärkten, da findet ihr diese Sachen. Absolut geil, siehe sowas. Stammt auch aus der irgendeinem so alten Produktion, steht dann immer rostfrei oder nicht rostfrei, wie hier nicht rostfrei steht da drauf. Und super Verarbeitung. Kriegst du nicht kaputt, die Dinger. Die kannst du immer dein Leben lang in der Hosentasche haben. Rattengeil. Also sowas fasziniert mich. Freue ich mich drüber. Ja, ich bin mal mit dieser Tasche durch. Und ich heb das mal immer auf, wieder mache ich nochmal eine nächste Tasche. Auf jeden Fall wollte ich euch das mal eben zeigen. Und so ein kleines Sammlungsmesser-Ding. Eigentlich, ich kann gar nicht sagen, dass ich das richtig sammle. Ich kriege das irgendwie und schmeiße ich das da rein, freue mich kurz dran. Ich vergesse auch oft, dass ich solche Sachen dann habe. Also es ist echt, eigentlich ist es schon ein Assi. Ja, weil man es nicht benutzt. Ne? Aber es ist, sind schöne Gegenstände, die, ja. So, das war's. Ich wünsche euch, jetzt werdet ihr erstmal eine Weile nichts von mir hören. Und werde mich ein bisschen dann demnächst das Video hochladen für das Gewinnspiel. Das werde ich demnächst noch drehen und dann, also bis dahin werdet ihr nichts mal ein, zwei Wochen von mir hören und dann ist nämlich Urlaubszeit bei mir. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Schauen bei Jackknife auf dem Kanal. Bis denn. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.